Servus zusammen und willkommen zurück zu den FC Bayern Basketball Tutorials. Ich bin Steffen Hamann, das sind die Jungs aus der JBBL, Dominik, Nicolas und Giuliano. Heute in der Folge werden wir Layups besprechen. Ja, die Jungs werden es vormachen, ich werde es erklären. Hört gut zu, schaut zu, Spaß dabei beim Nachmachen. Anfangen wollen wir mit dem Classic Layup. Ich nenne ihn einfach mal Classic, weil es ein klassischer Layup ist. Ja, einfach mit Fußfolge rechts, links auf der rechten Seite. Den gibt es nicht mehr so häufig im Profibasketball, weil der Verteidiger sehr gut den Rhythmus aufnehmen kann vom Offensivspieler. Insofern wollen wir aber trotzdem damit anfangen, damit wir aufs nächste Level gehen können. Auf geht's, Jungs. Außenfuß, Innenfuß, Layup. Außenfuß, Innenfuß. Ja, das letzte Dribbling ist auf dem linken Fuß, wenn ich von rechts komme. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß und Layup. Ja, eins, zwei. Da gibt es die Varianten, legst du ihn gegen das Brett oder du kannst ihn auch ohne Brett ablegen. Sehr gut. Ja, ganz genau. Der Vorteil ist, wenn du ihn gegen das Brett legst, dass der Verteidiger kein Goaltending oder nicht mehr blocken kann, dann ist es Goaltending. Sobald der Ball das Brett berührt, einfach weitermachen, Jungs. Sobald der Ball das Brett berührt, darf er nicht mehr geblockt werden. Also willst du so hoch wie es geht mit deiner Hand ans Brett kommen und den Ball schnell ans Brett ablegen. Noch zweimal, auf geht's. Ja. Sehr gut. Auf was ihr da noch achten könnt, ist, haltet den Ball auf der rechten Seite, weil meist ist der Verteidiger auf eurer Innenseite. Auf eurer Innenseite, wenn ihr den Ball aber nach links jetzt nochmal nehmt, ja, kann ich ihn klauen. Und wenn ihr ihn außen rechts haltet, kann ich ihn nicht mehr klauen. Perfekt. So, jetzt, ich habe es erklärt, jetzt wollen wir zum One-Step-Layup kommen, damit der Verteidiger den Rhythmus nicht aufnehmen kann vom Offensivspieler. Also, wir wollen jetzt ein One-Step-Layup machen. Das heißt, ich nehme nur einen Schritt nach dem Dribbling und lege mit der Außenhand direkt ab. Der Dominik zeigt es gleich mal hier. Kein Rhythmus mehr, ein Step und direkt ablegen. Auch wieder. Ja, auch wieder. Mit oder ohne Brett. Auf geht's. Ab. One-Step, rechte Hand, rechtes Bein. Yes. Yes, sehr gut. Ab. One-Step. Sehr gut. Also, Prinzip verstanden. Jetzt gibt es natürlich nochmal die Variation. Ja, der Verteidiger war jetzt immer innen. Deswegen haben wir mit der rechten Hand, mit der Außenhand abgelegt. Jetzt sagen wir, der Verteidiger will jetzt von außen blocken. One-Step-Layup mit der Innenhand. Okay? Also, der Verteidiger kommt jetzt von da. Boom. Aber wir legen mit der Innenhand ab. Der Verteidiger ist an der Außenseite. Sehr gut. Verteidiger ist auf der Außenseite, wir legen mit der Innenhand ab. Sehr gut. Ja, letzte Runde. Verkürzt ablegen, super. Wunderbar. Jetzt habt ihr gesehen, wie der Ball oft in den Ring reingefallen ist. Der Ring hat aber auch nochmal die Aufgabe oder kann euch eine Hilfestellung sein beim Reverse Layup. Das heißt, ihr wollt nicht auf der rechten Seite ablegen, sondern ihr nutzt den Ring als Beschützer vor dem Block und geht unter dem Ring durch und legt ihn auf der anderen Seite ab. Das ist der Reverse Layup. Die Jungs zeigen euch den mal. Da sind wir wieder mit der Schrittfolge rechts, links. Ganz genau. Eins, zwei und auf der anderen Seite vom Ring ablegen. Sehr gut. Ja, hier auch wieder der Verteidiger kommt. Oh, er kann ihn nicht blocken, weil der Ring einfach zwischen oder vor dem Ball ist und ich kann mit der Hand den Ball quasi nicht wegblocken. Da wollen wir den Ball so nah wie es geht auf der anderen Seite des Rings ablegen. Auf geht's. So nah wie es geht. Ja, sehr gut. Sehr gut, Julian. Gut, Nick. Ja, hier gibt es die Variation, mit der rechten Hand abzulegen, wie Julian es gemacht hat. Oder wie Nick es gerade getan hat mit der linken Hand. Ja? Sucht euch das mal aus, Jungs, dass man sieht. Ja, mit der linken Hand. Hopp. Und jawohl, auch linke Hand, super. Und rechte Hand, super. Auf geht's, noch einmal. Hier kann man auch natürlich sich entscheiden dafür, den Ball abzulegen ohne Brett. Ja, zeigt das mal, da braucht man ein bisschen mehr Ballgefühl. Sehr gut. Hab jeder noch einen? Soft ablegen, super. Ja, wenn die Jungs mal groß genug sind oder hoch genug springen können, dann kann man das Ding da oben auch reindanken. Sieht immer sehr spektakulär aus. Im letzten Spiel nach dem Rebound von Otello Hunter
Da hat man, glaube ich, so ein Reverse Dunking gesehen. Ja? Jetzt haben wir den Verteidiger quasi auf der Help-Side rüberkommen und ihr wollt an dem Verteidiger vorbei. Das heißt Eurostep, ich bringe mein Gewicht auf die eine Seite, verlade den Verteidiger quasi in die Richtung, wo du eigentlich laufen wolltest und du nimmst mit dem Eurostep einen Richtungswechsel vor. Auf geht's, Jungs. Ich bin einfach mal auf der Help-Side. Ich komme rüber zum Helfen. Hopp, hopp, genau. Körpertäuschung nach rechts außen. Hopp. Und der nächste Schritt, der zweite Schritt, ist dann einfach in die andere Richtung. Sehr gut. Hopp, Step. Gut. Sehr gut. Bring mich rüber. Genau. Was wichtig, was sehr wichtig dabei ist, ja, ich zeige euch das mal ganz langsam. Also, ich will hier die Gewichtsverlagerung nach rechts, damit der Verteidiger noch weiter in meine Laufrichtung gehen will. Was jetzt aber entscheidend ist beim Richtungswechsel, ist, wo geht der Ball hin? Nehme ich den über den Kopf rüber oder ich nehme ihn unten? Nicht in der Höhe von dem Verteidiger seinen Händen, sonst ist der Ball weg. Ja? Der Dominik zeigt jetzt mal, wie man den Ball über den Kopf nimmt. Ja, der Verteidiger ist hier, oh, genau. Ich kann den Ball nicht klauen. Ah, genau, super. Ja? Sehr tief. Ah, sehr gut. Ja, Gewichtsverlagerung ist das Entscheidende hier. Hopp, hopp, super. Ja. Hopp, hopp. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Genau. Sehr gut. Super. Hopp, hopp. Genau. Ja. Wahrscheinlich am besten abzuschauen von James Harden in der NBA. Der macht den zur Perfektion. Sehr viele Lehrvarianten, die wir auch heute gezeigt haben. In den nächsten Folgen werden wir wieder ein paar Floaters einbauen oder auch andere Optionen vom Layup. Ich glaube, Classic Layup kennt jeder, kann man gut üben, mit Brett, ohne Brett. One-Step Layup, Außenhand und Innenhand, um eben den Rhythmus nicht zu geben für den Verteidiger, der versucht natürlich, euren Rhythmus aufzunehmen und den Ball zu blocken. Reverse Layup, da schützt euch der Ring vor dem Verteidiger. Und Eurostep, wenn der Verteidiger von vorne kommt, mit der Körperverlagerung, Körpertäuschung, Richtungswechsel. Ich glaube, das sind schon mal die ersten Aufgaben, die ihr zu Hause üben könnt. Viel Spaß damit. Lasst uns ein Like hier. Schreibt euch eure Kommentare, was ihr euch sonst noch wünscht. Vielleicht habt ihr auch Tipps für uns. Vielen Dank.